Moin moin liebe Leute, ich bin's wieder, der Tom von Casegrind TV. Abseits von Vor- und Nachteilen einer Wasserkühlung gibt es natürlich jede Menge Tipps, die man beachten sollte. Das Thema ist sehr umfangreich und deswegen bringe ich euch heute die 5 wichtigsten Punkte bei der Planung einer Wasserkühlung komprimiert auf den Punkt. Die Wahl des Gehäuses ist abhängig davon, wie viele und welche Komponenten ihr am Ende wasserkühlen möchtet. Ein Kreislauf bestehend aus CPU und Grafikkarte erfordert oftmals viel mehr Radiatorfläche als ein einzelner Kreislauf bestehend aus CPU. Achtet also bei der Wahl eures Gehäuses darauf, dass ihr möglichst viel Platz für Radiatoren, Pumpe und Ausgleichsbehälter habt. Hierzu checkt einfach mal auf der Produktseite die Gehäuse-Specs. Dort werdet ihr informiert über Höhe, Tiefe und mögliche Radiator-Mountings. Bei der Zusammenstellung eurer Einkaufsliste also hin und wieder mal einen kleinen Abgleich machen mit den Gehäusespecs. So werden oftmals viele Fragen schon geklärt und ihr könnt überprüfen, ob eure Komponenten überhaupt unterzubringen sind. Die Wahl des Radiators wird bestimmt von der voraussichtlichen Abwärme eurer Komponenten. Es gilt immer noch die Faustformel pro 100 Watt 120 mm Radiatorfläche. Was heißt das? CPU und Grafikkarte haben eine bestimmte Angabe, TDP in Watt. Dies ist eine elektrische Leistung und ein Indikator für die später abgegebene Wärme. Im besten Fall habt ihr etwas mehr Radiatorfläche zur Verfügung, als die Faustformel vorgibt. Somit seid ihr auf der sicheren Seite und habt immer etwas Puffer nach oben. Radiatoren werden aus Aluminium und Kupfer gefertigt, wobei die Kanäle, in denen das Wasser durchläuft, aus Kupfer sein sollten. Denkt dran, euer Kreislauf sollte niemals aus Aluminium und Kupfer kombiniert werden, also Kühlblöcke und Radiator am besten aus demselben Material, denn ansonsten kommt es zu einer Kontaktkorrosion. Im Prinzip gibt es zwei verschiedene Typen von Lüftern. Einmal die Lüfter, die einen statischen Druck erzeugen und einmal die Lüfter, die ein großes Fördervolumen haben. Den statischen Druck eines Lüfters erkennst du an der Angabe Millimeter H2O oder ganz einfach gesagt Millimeter Wassersäule. Je höher dieser Wert, desto besser. Natürlich sind Lüfter mit einem hohen statischen Druck zu bevorzugen und natürlich in dem Fall besser für Radiatoren geeignet. Ausschlaggebend hierfür sind auch die FPI, die Fins per Inch bei einem Radiator. Je höher dieser Wert ist, desto höher sollte auch der statische Druck eines Lüfters sein. Je niedriger dieser Wert, desto niedriger kann er sein, beziehungsweise kann man sich auch für Lüfter entscheiden, die ein großes Fördervolumen haben. Achtet hier einfach bei der Herstellerangabe darauf und behaltet dies im Hinterkopf. Bei der Wahl der Pumpe und des Ausgleichsbehälters stellt sich die Frage, wie groß wird euer Kreislauf und wie viel Platz bietet euer Gehäuse. Je größer euer Kreislauf, desto leistungsstärker sollte die Pumpe sein. Eine DDC-Pumpe ist hier die bessere Wahl für umfangreichere und größere Systeme mit vielen Komponenten, eine D5-Pumpe hingegen für kleinere und weniger umfangreiche. Eine Kombo aus Pumpe und Ausgleichsbehälter stellt hier eine sehr, sehr praktische Lösung für euch dar, da ihr euch keine Gedanken drum machen müsst, zwei verschiedene Teile irgendwo unterzubringen. Außerdem habt ihr den weiteren Vorteil, dass die Pumpe immer unterhalb des Ausgleichsbehälters sitzt und somit am niedrigsten Punkt ist. Bei kleineren und kompakteren Gehäusen eignet sich das natürlich zu trennen. Da habt ihr eine große Auswahl an Ausgleichsbehältern, die von klein bis groß reichen. Neben der Optik ist auch die Langlebigkeit ein wichtiger Aspekt, den ihr bei der Materialauswahl beachten solltet. Diese transparenten PVC-Schläuche hier sind super einfach zu verlegen, haben aber den Nachteil, dass sie Weichmacher enthalten. Diese Weichmacher treten mit der Zeit aus und lassen Schläuche poröse werden. Eine deutlich langlebigere Alternative wäre hier der schwarze EPDM-Schlauch. Bei PETG-Tubes habt ihr hier den klaren Vorteil, dass die sich super einfach verarbeiten lassen, da sie einen niedrigeren Schmelzpunkt als Acryltubes haben. Acryltubes hingegen lassen sich schwerer verarbeiten, sind dafür aber bruchresistenter. Bei den Fittingen gibt es eigentlich nur zwei Dinge zu beachten. Einmal der Typ, soll es ein Soft- oder Hardtube-Fitting sein, und einmal die Größe, also Außen- und Innendurchmesser beachten. Ein 16-10er Schlauch benötigt also dementsprechend ein 16-10er Fitting. Hey Leute, das waren jetzt jede Menge Infos für euch, aber keine Sorge, die habe ich für euch nochmal in die Infografiken gepackt.
Diese 5 Tipps helfen dir garantiert weiter. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch einfach mal ein Like da, abonniere gerne unseren Kanal und wenn du unser nächstes Video nicht verpassen möchtest, dann auch einmal kurz die Glocke aktivieren, dann sehen wir uns nämlich schon bald wieder. Euer Tom von CaseKing, bis zum nächsten Mal.